Hallihallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu Learn German with Falk. Heute habe ich eine ganz besondere Sendung für dich. Die Learn German with Falk Podcast Radio Show. Keine Sorge, ich werde nicht zu schnell sprechen, sodass du eine gute Chance hast, mich zu verstehen. Heute möchte ich mit euch über Supermärkte sprechen. Supermärkte, und zwar möchte ich die Supermärkte in Deutschland mit denen in Japan vergleichen. Welche Unterschiede gibt es? Was ist vielleicht gleich? Was ist komisch für mich? All das erfahrt ihr heute. Also, los geht's! Also ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich werde heute versuchen, ziemlich frei zu sprechen und ziemlich natürlich, aber dabei natürlich ja darauf achten, dass ich nicht zu schnell spreche und dass ich die Wörter genau ausspreche. Ihr könnt mir auf jeden Fall Feedback geben, falls euch das Tempo zu schnell ist oder falls ihr denkt, dass ich zu undeutlich spreche. Lasst mich das auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Also, ja, worüber wollte ich heute sprechen? Ich wollte heute über Supermärkte sprechen. Supermärkte in Deutschland und Supermärkte in Japan. Ich wollte das mal ein bisschen vergleichen, denn ja, meiner Meinung nach sind die Unterschiede doch ziemlich groß. In Deutschland gibt es ja, ich würde sagen, drei Kategorien von Supermärkten, drei große Kategorien. Es gibt den klassischen Discounter, das sind dann Supermärkte wie zum Beispiel Netto oder Aldi. Und dann gibt es andere Supermärkte, die ein bisschen gehobener sind, so wie zum Beispiel Rewe oder Edeka. Dort sind dann die Produkte ein bisschen teurer. Im Discounter kann man ja auch viele billige Produkte finden. Und dann gibt es noch natürlich die Bioläden, also sowas wie Alnatura oder Bio Company oder Dents. Also es gibt vielleicht diese drei Kategorien. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Kategorie vergessen. Aber ja, es gibt viele Supermärkte in Deutschland und vom Aufbau her unterscheiden sie sich nicht so wirklich. Also vor dem Supermarkt gibt es meistens die Einkaufswagen. In Deutschland sind die Einkaufswagen ja relativ groß und ja, so Metall ist das, glaube ich. Und man braucht immer eine 1-Euro-Münze oder einen Einkaufschip, um den Einkaufswagen benutzen zu können. Der ist nämlich festgemacht an einem anderen Einkaufswagen. Und wenn ihr die 1-Euro-Münze oder so einen Einkaufschip in den Wagen steckt, dann könnt ihr ja diese Sicherung lösen und dann könnt ihr mit eurem Einkaufswagen in den Supermarkt fahren. Und manchmal gibt es auch so ganz kleine Einkaufswagen. Ich glaube, die sind für Kinder hauptsächlich. Aber ja, wenn man mal nicht so viel einkaufen muss, kann man auch mal so einen kleinen Einkaufswagen nehmen. Genau, und dann fahrt ihr in den Laden rein mit dem Einkaufswagen. Und nein, ihr fahrt nicht rein, so ein Quatsch. Ihr geht rein natürlich. Jetzt habe ich das Wort Wagen gehört und musste sofort an Fahren denken. Nein, also ihr lauft natürlich in den Supermarkt rein. Bitte, bitte fahrt nicht in den Supermarkt rein.
Und ja, dann gibt es am Eingang direkt meistens links oder rechts auch Einkaufskörbe. Falls ihr keinen Einkaufswagen benutzen wollt, gibt es natürlich auch Einkaufskörbe. Und dann ist das in Deutschland so, dass in den meisten Supermärkten sofort am Eingang die Obst- und Gemüseabteilung beginnt. Also dort könnt ihr dann eure Bananen kaufen, Orangen, eure Paprika, Gurke und so weiter. Und ich denke, auch bei sehr vielen Supermärkten ist die Gebäckabteilung schon ziemlich weit vorne. Vielleicht nicht direkt am Eingang, aber doch relativ weit vorne. Also man muss nicht so weit laufen. Und dann findet man sofort das Brot. Zumindest in den Supermärkten, in denen ich war früher. Also wenn ich zu Aldi gegangen bin, da ist die Backwarenabteilung eigentlich immer direkt am Eingang. Und auch bei Lidl war das immer so. Aber nicht bei allen. Also auch bei diesen Biomärkten zum Beispiel oder bei Edeka, da kann ich mich dran erinnern, da war die Brot- und Gebäckabteilung nicht direkt am Eingang, sondern vielleicht irgendwo in der Mitte. Nach dem Obst und Gemüse was kommt da meistens? Ich glaube, da kommen auch schon die Süßigkeiten. Endlich. Schokolade und Gummibärchen. Haribo kennt ihr ja wahrscheinlich. In Deutschland gibt es ja viele, viele verschiedene Haribo-Sorten. Und direkt danach, manchmal kommt noch so eine Teeabteilung dazwischen. Also Teebeutel, Kaffee. Ich glaube, das ist auch immer noch ziemlich am Anfang. Und dann kommt meistens schon die Tiefkühlabteilung. Also zum Beispiel für Milch oder Joghurt, Käse, Fleisch, alle diese Produkte findet ihr in der Kühlabteilung, in den Kühlregalen. Und danach, ja, dann gibt es verschiedene Gänge in Deutschland. Also es gibt einen Gang, dort gibt es dann Getränke. Meistens sind dann im ersten Teil die nicht-alkoholischen Getränke, also zum Beispiel Limonaden, Cola etc. Und weiter hinten im Gang dann, ja, die alkoholischen Getränke, also Wein und Bier. Ich glaube, ja, fast jeder Supermarkt hat zumindest eine kleine Abteilung für Alkohol. Ich glaube zum Beispiel bei Lidl, ja, sie haben nicht so viel Auswahl an Bier, aber zum Beispiel, ja, Kaufland kennt ihr vielleicht, das ist ein größerer Supermarkt. Die haben eine ziemlich große Abteilung für Bier, alkoholfreies Bier auch. Generell, die Getränkeabteilung ist ziemlich groß bei Kaufland und ja, welche Supermärkte gibt es noch? Rewe, ne? Rewe, die haben, glaube ich, auch eine relativ große Getränkeabteilung. Und ja, dann gibt es noch in den meisten, zumindest bei den Discountern, sag ich mal, gibt es immer so eine Krimskrams-Abteilung. Krimskrams, das bedeutet, ja, es ist alles und nichts, es ist zufällig zusammengestellt. Also da können zum Beispiel Spielsachen sein, Spielzeug oder ja, handwerkliche Geräte, also zum Beispiel eine Bohrmaschine. Manchmal sind dort auch Zimmerpflanzen oder Töpfe für Blumen oder manchmal sogar ein Grill, also alles Mögliche. In dieser Krimskrams-Abteilung, da bin ich immer, muss ich mich schuldig bekennen, da bin ich immer gerne lang gelaufen, um ein bisschen zu stöbern, weil das waren immer so die Angebote der Woche. Also zum Beispiel im Sommer gibt es dort meistens dann ja Grill-Equipment zum Beispiel oder Liegestühle oder ein Wasserball, ich weiß nicht. Also es gibt immer lustige Dinge dort.
Und ja, ich bin immer gerne dort lang gelaufen und habe ein bisschen gestöbert. Ich habe nicht immer was gekauft, natürlich, weil ja, das ist, man braucht das meiste davon halt nicht. Aber manchmal hatte man auch Glück und es gab etwas in dieser Abteilung, was man wirklich brauchte. Und das hat mir dann gut gefallen. Und ja, ab und zu habe ich dort auch was gekauft. Zum Beispiel, ja, was habe ich da gekauft? Ich glaube, so mal einen Beachvolleyball zum Beispiel. Oder, ja, oder mal Pflanzen, so Zimmerpflanzen habe ich dort auch gerne gekauft. Oder einen Topf. Und ja, dann im weiteren Verlauf gibt es dann auch noch die Tiefkühlabteilung. Also nicht nur diese Abteilung für Milchprodukte, Joghurts, Fleisch und Käse, sondern auch für Tiefkühlpizza oder Eiscreme oder gefrorene Beeren. Ich habe zum Beispiel immer gefrorene Blaubeeren oder so einen gefrorenen Beerenmix gekauft. Und natürlich Eis im Sommer. Und wenn man dann zur Kasse geht in Deutschland, dann legt man seine Sachen aufs Förderband. Und wenn jemand hinter einem ist, dann legt man so einen, ja, ich weiß nicht, wie das heißt, wie so ein Stab, ja, so eine Begrenzung, die zeigt, ja, bis hierhin, das sind meine Sachen. Und dann alles dahinter gehört dann dem nächsten Kunden. Und wenn man das macht, wenn man seine Einkäufe alle auf das Förderband gelegt hat, dann macht man das normalerweise, dass man so einen Stab nimmt und dann kann die andere Person ihre Sachen auch auf das Förderband legen und die weiß dann Bescheid. Und genau, so sind dann die Einkäufe voneinander abgegrenzt, weil sonst, wenn das alles so dicht beieinander wäre auf dem Förderband, könnte es natürlich zu Missverständnissen kommen und dann könnte die Person hinter dir aus Versehen deine Tiefkühlpizza bezahlen oder etwas Ähnliches. Deshalb achtet im Supermarkt immer darauf, dass ihr diese Stäbe benutzt, die eben euren Einkauf von der Person vor euch und von der Person hinter euch abgrenzen. Meistens bedanken sich sogar die Leute. Also wenn du alle deine Einkäufe auf das Band gelegt hast, diesen Stab nimmst und dann der anderen Person dann zeigst, okay, jetzt können sie ihre Sachen auf das Förderband legen, dann wird diese Person häufig Danke sagen. Also das ist wie so eine, ja, kleine höfliche Geste. Und an der Kasse kann man natürlich auch noch viel kaufen. Da gibt es öfter auch Blumen und viele kleine Süßigkeiten oder Schnäpse. Da gibt es immer diese kleinen Schnapsflaschen. Kaugummi, Kaugummi auch. So, auch wieder so kleine Sachen. Das machen die Supermärkte natürlich, sodass man diese Sachen, ach, das ist ja nur so was Kleines, das kann ich ja auch noch kaufen. Ach, Kaugummis, die brauche ich ja sowieso immer mal wieder. Ja, also das ist so die Strategie des Supermarktes. Das ist natürlich sehr geschickt. Aber ja, ich habe da meistens an der Kasse nichts mehr gekauft. Wenn man es recht bedenkt, sind die Sachen an der Kasse auch recht teuer. Also so eine Kaugummipackung oder so ein einzelner Bonbon oder etwas. Und ich habe auch mal gelesen, dass diese Produkte, die an der Kasse sind, die an der Kasse angeboten werden, also diese Kaugummis oder diese kleinen Schnäpse, dass die den höchsten Umsatz bringen im Supermarkt. Also, dass ganz, ganz viele Leute diese Produkte kaufen und ja, dass der Supermarkt richtig davon profitiert. Sie verdienen richtig gutes Geld mit diesen kleinen Artikeln an der Kasse. Ist überraschend, oder? Hätte ich gar nicht vermutet, aber ja, es machen anscheinend doch mehr Leute, als man denkt. Und ja, also dann gibt es in Deutschland eigentlich
Ja, es gibt jetzt auch dieses Selbstkassiersystem, also dass es keinen Kassierer mehr gibt, sondern du deine Produkte selber scannst. Aber in den meisten Supermärkten ist das noch ganz klassisch. Es sitzt ein Kassierer oder eine Kassiererin an der Kasse und dann kannst du ja eigentlich nur warten, bis die Kassiererin alles scannt. Und dann lädst du das in deinen Einkaufswagen. Wobei ich sagen muss, einfach warten und entspannen kann man im Supermarkt ja nicht, weil in Deutschland, nachdem die Kassiererin die Produkte gescannt hat, dieser Teil dahinter, dieser Platz, wo dann deine Produkte sind, der ist relativ klein, sodass man sich beeilen muss, all die Produkte schnell in den Einkaufswagen zu packen, weil ja das sonst zu voll wird und man riskiert, dass die Produkte von diesem Förderband oder von diesem Bereich auf den Boden fallen. Aber das war früher nicht so. Also früher gab es mehr Platz bei den meisten Supermärkten. Heute ist da ganz wenig Platz. Und manchmal sind dann die Kassierer und Kassiererinnen so schnell mit dem Scannen, piep, 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 und du musst dich richtig beeilen, damit du alle Produkte einladen kannst, weil die Kassiererin dann sofort nachdem sie alles gescannt hat, sagt, ja, so, ich weiß nicht, 50 € bitte. Und du hast vielleicht noch gar nicht alle Produkte in den Einkaufswagen gelegt. Und ja, da fühlt man sich ein bisschen gestresst. Also ich höre immer von Ausländern, dass sie sagen, ja, wow, das ist so stressig im deutschen Supermarkt, dass man das so schnell einladen muss. Und es ist nicht nur für Ausländer so, ich kann euch sagen, auch für mich ist das Stress. Weil hinter mir die Schlange, manchmal ist sie sehr lang und die Leute sind schon ungeduldig und ja, man fühlt sich gestresst und das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Aber lasst euch doch nicht stressen. Lasst euch davon nicht stressen, von dieser Hektik. Nehmt euch die Zeit. Ihr müsst nicht alles einfach in den Einkaufswagen schmeißen. Wenn es ein bisschen länger dauert, dann ist es so. Also ich habe am Anfang auch immer noch ganz schnell alles eingeladen, aber wie gesagt, das hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, sodass ich dann gesagt habe, nö, ich lasse mir einfach mehr Zeit, dann müssen die anderen halt warten. Wenn die Kassiererin oder der Kassierer den Weltrekord brechen möchte im Schnellscannen, dann ist das nicht mein Problem. Ich möchte entspannt einkaufen und keinen Stress haben. So, und wenn ihr dann alle Produkte eingeladen habt und ja, dann könnt ihr zahlen und die Optionen sind dann meistens ja mit Karte oder Bar. Kassierin wird euch fragen, wie zahlen Sie? Mit Karte oder Bar? Und dann kannst du sagen, zum Beispiel mit Karte. Heutzutage haben ja die meisten auch eine Karte, die sie nur noch auflegen müssen auf diesem Kartenlesegerät und dann wird das Geld direkt abgezogen, also nur so mit Berühren. Man muss die Karte nicht mehr in das Gerät einstecken. Manchmal musst du noch deine PIN-Nummer dann eingeben und ja, dann kriegst du den Kassenbon, den Kassenbeleg. Häufig fragen auch die Kassierer und Kassiererinnen, ja, möchten Sie den Beleg? Möchten Sie den Kassenzettel? Und dann kannst du sagen ja oder nein. Und dann kannst du deine Einkäufe entweder in deine eigene Tasche packen. Hinter der Kasse gibt es meistens einen kleinen Bereich, wo du alle Sachen hinlegen kannst und in Ruhe einpacken kannst. Also da dann wirklich in Ruhe. Da hat man meistens dann mehr Platz und keinen Stress. Oder du nimmst die Sachen dann mit zu deinem Auto und lädst sie ins Auto, in den Kofferraum ein, je nachdem, ob du mit Auto gekommen bist oder mit Fahrrad oder zu Fuß. Und ja, ich bin ja immer ohne Auto unterwegs gewesen. Also entweder bin ich
mit Fahrrad in den Supermarkt gefahren oder ich bin zu Fuß gelaufen. Meistens zu Fuß. Das ist ja das Gute, wenn man in der Nähe von einem Supermarkt wohnt, dass man ihn auch zu Fuß erreichen kann. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste zum deutschen Supermarkt. ja, vielleicht das Lustigste sind die Kassierer, die Kassiererinnen, also dieses System, dass sie so schnell scannen und der Bereich dahinter so klein ist, dass man so ein bisschen Stress hat. Das finde ich selbst auch ein bisschen komisch. Aber gut, so ist das. Ich habe euch gesagt, lasst euch nicht stressen und dann macht der Supermarktbesuch auch wieder Spaß. Also, vergleichen wir dann mal das Ganze mit dem japanischen Supermarkt. Und das fängt schon am Eingang an. Im japanischen Supermarkt gehst du rein, also die Einkaufswagen sind meistens nicht draußen, zumindest nicht in den Supermärkten, in denen ich war. Und ach so, bevor ich das sage, muss ich natürlich noch die Arten von Supermärkten beschreiben. In Deutschland habe ich ja gesagt, gibt es diese drei Kategorien: Discounter, dann diesen größeren, etwas gehobeneren Supermarkt und die Biomärkte zum Beispiel. Und in Japan gibt es ja auch diese Convenience Stores, also diese relativ kleinen Läden, in denen man aber alles kaufen kann. Und dann gibt es natürlich auch den klassischen Supermarkt. Ich würde auch sagen, das ist sowas wie eine Unterscheidung in Discounter und gehobeneren Supermarkt gibt. Es gibt auch sogar so einen Biomarkt. Bioral heißt der, den habe ich auch schon häufig gesehen. Also in Japan gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Arten von Supermärkten. Und wie gesagt, die Einkaufswagen, die kriegst du natürlich nur in den größeren Supermärkten, also bei diesen Convenience Stores, da hast du meistens ja einen kleinen Einkaufskorb und weil du in diesen kleinen Läden auch wirklich nur ja kleine Sachen kaufst, diese Convenience Stores sind nicht für den Großeinkauf gedacht. Im normalen Supermarkt hingegen natürlich, da kannst du mehr kaufen, aber die Einkaufswagen sind deutlich kleiner als in Deutschland. Meistens ist es so, dass du den Einkaufskorb nimmst und auf deinen Einkaufswagen legst. Das heißt, nicht wie in Deutschland, alles kommt direkt in einen Einkaufswagen. Nein, du brauchst praktisch die Kombination Korb und Wagen und legst dann den Korb auf den Wagen. Manchmal gibt es auch diese Einkaufswagen, da kannst du dann zwei Körbe drauflegen. Also oben einen und einen auch unten, so auf einer unteren Ebene, wenn du mehr einkaufen musst für den Großeinkauf. Wenn du zum Beispiel ja eine große Familie hast oder eine Grillparty veranstaltest, dann keine Sorge, kannst du auch in Japan natürlich einen Großeinkauf machen. Und der Supermarkt in Japan ist relativ laut im Vergleich zu Deutschland, würde ich sagen. Es gibt die ganze Zeit irgendwelche Durchsagen. Ja, heute kostet der Tofu nur 50% oder ich weiß nicht. Ja, heute spezielles Angebot. Der Fisch, ja, nur heute 2% billiger oder etwas Ähnliches. Also es gibt ziemlich viele Durchsagen und auch Musik. Die Musik ist, ja, nicht zu laut, aber ist schon ein bisschen lauter, würde ich sagen. Und dann ist es genauso wie in Deutschland, dass die Obst- und Gemüseabteilung am Anfang direkt kommt, direkt am Eingang. Und dann kommt auch wie in Deutschland, denke ich, direkt ja auch so diese Frischabteilung für Milch,
Tofu, wie gesagt, oder Käse oder Joghurts und so weiter. Und dann auch wie in Deutschland, es gibt einen Gang für Getränke und für Alkohol, Süßigkeiten. Also da unterscheiden sie sich dann nicht, die deutschen Supermärkte und die japanischen. Aber der größte Unterschied, den gibt es, wenn du zur Kasse gehst. Und zwar hier in Japan gibt es auch dieses Selbstkassiersystem. Aber meiner Meinung nach brauchst du das gar nicht, weil ja, es gibt viele Kassen. In Deutschland haben wir ja meistens nur zwei oder drei Kassen und die sind auch nicht immer alle besetzt. Also es ist häufig so, dass es auch mal eine lange Schlange gibt und man lange warten muss. Und dann sagen die Leute in Deutschland auch schon immer ungeduldig: Hey, bitte öffnen Sie Kasse 2. Noch eine Kasse öffnen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Und ja, in Japan, da gibt es, boah, ich glaube, es sind immer fünf, sechs Kassen gleichzeitig offen. Und dann gibt es auch eine Kassiererin, einen Kassierer. Und die sitzen aber nicht, die stehen. In Deutschland sitzen die Leute an der Kasse, sitzen auf einem Stuhl und scannen die Produkte. Und in Japan stehen sie. Das ist schon mal der erste Unterschied. Dann der zweite große, große Unterschied ist, es gibt kein Förderband, so wie in Deutschland, auf das du deine Produkte legst, sondern du legst den vollen Einkaufskorb, also den Korb mit den Produkten, die du kaufen möchtest, den legst du auf die Ladefläche, diese Art Tisch vor die Kassiererin und sie scannt dann die Produkte und sie lädt dann die Produkte in einen anderen Einkaufskorb. Also du musst nichts machen. Sie hat praktisch deinen Einkaufskorb auf ihrer rechten Seite mit allen Produkten. Sie nimmt die Produkte, scannt sie und räumt sie dann in den neuen Korb. Und das Interessante ist, sie räumt das so akkurat ein, sie oder er natürlich, es gibt natürlich auch Kassierer in Japan, und sie räumt das so akkurat ein, das ist unglaublich, wie die Kassierer das machen, das ist wie Tetris. Und wenn sie dann alles gescannt hat und eingeladen hat, dann trägt sie für dich den Korb, das ist natürlich nicht so weit, aber so nochmal, sie dreht sich dann praktisch nur um. Und sie trägt den Korb dann zu einer Kasse. Und dort an dieser Kasse, das ist so ein Automat, da bezahlst du dann selber. Also alles, was du machen musst, ist nur an dem Automaten bezahlen. Interessant, oder? Also ich war fasziniert davon, als ich das erste Mal in Japan im Supermarkt einkaufen war. Man muss nur den Einkaufskorb ablegen und dann am Ende bezahlen. Und an diesem Automaten, da kannst du auch zum Beispiel Englisch einstellen. Mittlerweile verstehe ich auch die japanischen Wörter an dieser Maschine, aber am Anfang habe ich natürlich immer auf Englisch mir das übersetzen lassen. Und da bezahlst du, kannst dann auch bar bezahlen oder mit Karte, das geht natürlich auch beides. Und dann nimmst du deinen Korb, du kriegst den Kassenzettel und dann gibt es auch wie in Deutschland so eine Fläche, wie so kleine Tische. Dort kannst du dann deine Produkte in deinen Rucksack oder in deine Tüten einladen, einpacken und dann bist du fertig. Und das finde ich toll. Also du musst quasi beim Kassieren, wenn du an der Kasse bist, nichts selber machen. Also es ist das totale Gegenteil von Deutschland. In Deutschland sind ja die Kunden ein bisschen gestresst. In Japan sind höchstens die Kassierer und Kassiererinnen gestresst. Ja, die müssen sich beeilen, weil sie den nächsten Kunden nicht warten lassen möchten.
Aber du selbst musst gar nichts machen. Interessant, oder? Also großer, großer Unterschied zu Deutschland, wo man ja doch, wie gesagt, sich ein bisschen gestresst manchmal fühlt. Und ja, aber welchen Supermarkt ich jetzt besser finde, schwierige Entscheidung. Ich würde sagen, der japanische Supermarkt, nur vom Aufbau her, also das mit dem Kassieren finde ich natürlich besser. Aber mit dieser lauten Musik und den lauten Ansagen, das finde ich ein bisschen störend. Das finde ich in Deutschland besser, das ist ruhiger. Und von den Produkten her, ja, das kann man natürlich schwer vergleichen. In Japan gibt es halt japanische Produkte, in Deutschland deutsche. Von der Auswahl her würde ich sagen, ja, sind beide toll. Beide Supermärkte haben eine große Auswahl. Es hängt natürlich vom Supermarkt ab. Aber es gibt gute Supermärkte und es gibt welche, die haben ja vielleicht ein kleineres Angebot. Also wie gesagt, es hängt von dem individuellen Supermarkt ab. Ich finde beide toll, beide haben ihre Vorteile und Nachteile. Aber ja, dieses Kassiersystem in Japan, das ist vielleicht ist das so dieser Extra-Bonus, warum ich mich für den japanischen Supermarkt entscheiden würde. Weil, wie gesagt, für mich als Deutschen ist das sehr, sehr faszinierend. Wie ist das denn bei euch in eurem Land? Wie sind denn da die Supermärkte aufgebaut? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, dann vergleichen wir zusammen, wie die Supermärkte in der Welt sind. Und dann danke ich dir fürs Zuhören. Also vielen, vielen Dank, dass du die Episode bis zum Ende geschaut hast. Schreib bitte auch in die Kommentare, welches Thema du von mir gerne hören möchtest in meinem neuen Format, in meiner Radio-Podcast-Sendung. Und ich bin da immer offen für Anregungen und Feedback. Also schreibt mir das auch unbedingt in die Kommentare. Ihr habt viel zu schreiben, also nein, fühlt euch nicht gezwungen, nur wie ihr das möchtet. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video wieder, beziehungsweise hören. Also, macht's gut, ihr Lieben, tschüss und bis zum nächsten Mal.